So, dann sind wir bei Teil 2 angekommen, meine Damen und Herren. Was heißt denn hier Spannung Mittel? Du solltest nichts Außergewöhnliches tun. Was denn werden, Johannes? Einfach nur, weil Regen gerade noch nicht wieder da tief ist. Nein, 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 nein. Ja, doch, doch, doch. Wo ist der andere Daniel? Ich lieg noch. Er schläft. Genau, ich schlafe. Daniel! Darf nicht mehr schlafen. Jetzt ist das. Oh, ich hab was gefunden. Du findest öfters was. Wir fahren auf dieser kleinen, hoch genug auf der kleinen Insel ist was. Das wir anderen haben jetzt endlich Zeit, um uns in Position zu bringen. Ja. Ach, da war so eine Kackfalle am Boden, da bin ich reingelatscht. Ah, toll. So, ihr seid alle in Fight, ja? Jo. Ich hab mich jetzt erstmal an Raserei versetzt, bevor wir, ich kämpfe. Das hat sich ja jetzt vollgebracht. Jetzt hängt er in seiner eigenen Giftsülze da drin. Ja, toll. Super. Lol. Der rote Prinz macht wie die anderen einfach die gleichen Geräusche. Ja? Weil er auch eine Echse ist. Mhm. Geil. Ja, port ihn ruhig auf den anderen mit drauf. Hat er gerade mit seinem Gesicht in dessen Arsch gesteckt? Oh ja. Ja. Weiß ich nicht, dazu sag ich nichts. Doch, das fand der geil, sagt er. Mhm. Wie merkt das so? Hey, seit wann bist du denn vor mir dran? Und seitdem ich klarer Geist drauf hab. Ach so. Nee, 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 nee. Hi!
Hey, Paul Yamam. Grüß dich. So was kannst du auch, ja? Das kann ich auch. Hast du gerade auch den Rundumschlag gemacht? Ja. Wenn du kannst, mach vielleicht bei dem Roten auch noch Schaden. Dass er deine Rüstung verliert, dann kann ich gleich mich sonst kümmern, dass der auch dann am Boden liegt. Ja. Okay. I am the scourge. I am the light. Erstmal fürs Team. Yeah. Und nochmal fürs ist tatsächlich etwas größer. Also großartig bewegen kann ich mich nicht. Dann machen wir das so. Wäre nicht sinnvoller gewesen, meinen Gift-Totem zu setzen? Eigentlich? Nein, weil ich nicht weiß, ob er den Gift-Salamander abschießt. Ach so. Ja, okay. Macht Sinn. Und jetzt ein Wirbelwind da rein. Junge, Junge, Junge. Geil. Du schlägst nicht zu. Dann. Geht das auch fies sowieso, dass die jetzt Daniel angreifen statt Bubbles, obwohl ich Bubbles extra verstärkt habe. Daniel hat doch davor provozieren eingesetzt. Die müssen ja auf ihn schlagen. Ist jetzt weiter vor Bubbles und kann nicht zuhauen. Ist aber nicht mehr provoziert, Jonas. Das ist nur eine Runde so. Ja. Hmm.
Du wirst langsam sein. Lach nicht. Es wird ihn stören, langsam zu sein. Mhm. Findest du gut, ja? Ja! Ja! So, du machst erstmal gar nichts mehr. Oh, jetzt ist er so langsam, er wurde schon verschwunden. Findest du geil? Yes! Finde ich. Boah, er hat richtig die Zunge rausgestreckt, wo der gestorben ist. Ah ne, die liegt immer noch am Boden. Geil. Dass ich auch nur edgy bitch. Also hat er doch was mit der Stärke gebracht. Die 5% sind echt gut. Die ja beim ersten Stärke kriegst. Ja. Ja. Ciao. Tschüss. Der ist nicht rübergesprungen. Nein, der ist nicht rübergesprungen. Jetzt ist er in der unteren Nähe, hättest du nehmen müssen. Ja, egal, er springt ja trotzdem 5 Meter. Ja, aber das ist wahrscheinlich, in welche Richtung die sind oder so. Oh. Sehr schön. Aber jetzt nur noch das dicke Ding hier am Start. Nicht vergessen, er ist langsam. Ne, Verkupplung blockiert durch bla bla bla. Nein, es ist verlangsamt und hat Säure. Und nass. Mein Gott. Jetzt brennt er noch. Ja, wird jetzt nur noch blutend und was gibt's da noch alles? Schockiert. 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 Säure ist ja eigentlich die andere Form von Vergiftung. Nein. Nein, Säure ist was anderes. Säure reduziert deine Rüstung. Gift macht dir automatisch Schaden. Runde für Runde. Brennend. Ich bin so langsam. Vor allem, wo bin ich? Ja, mit zu uns. Also. Ganz will ihn wieder löschen. Ja. Könntest du eigentlich nächste Runde machen? Er macht eh noch physischen Schaden. Wenn er wirklich hier hoch will, muss er erstmal an dem Gift da vorne vorbei. Da war irgendwie gar nichts, aber. Wieso? Ich habe ihn extra vor ihm platziert. Hä, das ist doch kein Gift. Wo ist denn da Gift? Ach, da Gift. Okay. Wenn er zu uns will, muss er da dran vorbei. Ja, ist ja in Ordnung. Komm, mach jetzt da einen Fernkampfattacke. Jetzt renn doch nicht. Ja, okay. Er rennt da durch. Ja. Geil. Daniel will nicht, dass er in das. Komm, mach Fernkampf da. Der hat nur 13 AP. Will ich nicht, dass er zu euch rennt. Ja, sehr schön. So, haben wir geschafft. Sehr cool. Ich hab ihm einen blutigen Popel beworfen. Geil. Ein Tier. Ein Tier. Ich hab nie die Chance, irgendwas zu looten, ey.
Ich hab Handschuhe gefunden. Nice. Warum? Weil ich Eva kriege, weil ich die brauche. Johannes oder Daniel? Ring mit 7 magisch, Intelligenz und Giftresistenz. Ich habe bisher immer noch nur einen Ring. Ich würde gerne die Handschuhe nehmen. Ich habe nur einen Ring. Jetzt wird's kompliziert. Hier. Bubbles. Handschuhe. Handschuhe. Ja. 6. Oh, Johannes. Ja, gib. Hast du schon. Gut. Gib. Besser. Bist du wieder. Du hast sogar noch eine Maske der Stärke im Inventar. So, sehr schön. Dann kommen wir ja jetzt hier in die Höhle der Löwen betreten. Was für ein Amulett hattest du, Bubbles? Ich habe eins mit plus 1 Verstand und 10 Giftresistenz. Ich hab doch jetzt noch gar nichts. Vielleicht ist das für dich besser. Was mit Finesse? Daniel, ich widerspreche. Aber das ist Stunts, ne? Daniel, du widersprichst. Die Höhle hat uns gerade einen Level abgegeben. Ja, du hast Finesse mit dabei. Ja, dann bin ich ja jetzt schon bei 21 mittlerweile hier. Ja, aber die Höhle bringt auch eine Stärke von 21. Auch Segen einsetzen können. Ja, aber Verstand ist ja, Wieso? Du darfst nicht vergessen, das macht mir auch 1% kritische Chance, ne? Und ja, ein Initiative, ne? Wenn du willst, musst ja nicht. Nochmal, wenn du tauschen, das andere lieber haben willst. Ich weiß jetzt nicht, ob du eine Perle vielleicht brauchst, Johannes, oder hier den Zahn. Ja, ich behalte mal beide. Ich muss beide mal ausprobieren im Kampf. Sonst ich weiß ich alle nicht. Zähne. Jetzt weiß ich das nicht. Und Ork. Also hier noch nicht ran, sagst du, Daniel? Johannes? Nee, bringt ja nichts, weil du hast die Ringe ja noch nicht los. Und du lernst da drin Segen. Du weißt, wie viele Segen bringt, ohne dass du Quellpunkt tragen kannst? Genau so viel, wie wir Garrett holen, wenn wir die Halskrause, wir können aber noch keinen Segen, weil wir ihn noch nicht benutzen können. Aber wir können ihn benutzen, sobald wir aus der Höhle kommen. Johannes, war hier nicht irgendwo auch der Bär? Oder kam der noch? Ne, der kam noch. Der Bär, der ist auf der anderen Seite. Ja. Dann machen wir erstmal Garrett, ne? Direkt neben dem Schloss von Garrett. Der Bär. Dann ist der Bär los. Kann sich nachher mal einer nachher rüberporten. Hier gibt's noch Eier und einen Rubin auf der Brücke. Auf welcher Brücke? Links auf den Brückenteilen. Ich wollte gerade sagen, Bubbles kann doch rüberporten. Da und dann auf der zweiten Hälfte. Ich sehe nichts. Uns nachher von unten mal versuchen. Hier ist auch gar nichts drauf da drüben. Ja, aber auf der danach. Zwei Hälften. Da liegt doch nur eine Fischgräte. Nein, ob der danach hast du an dem Pfeiler Eier und daneben den Rubin. Ja, ich muss gucken, ob ich von hier aus da nicht dahin porten kann. Dauert jetzt ein bisschen. Ja. Dann hab der Pfeiler Eier. Rum und versuch uns direkt oben drauf zu porten, auf den zweiten. Da unten nicht stehen. Was ist mit faulen Eiern? Da ist auch was. Boah, aber da war wirklich nur ein Punkt, dass ich da hinkam. Boah, reicht ja. Ich wollte gerade sagen, in der Regel reicht das. Kannst du das Nest noch ausrauben? Ein Dietrich war drin.
Ich habe was für dich gefunden. Seid ihr schon im Kampf? Gegenfrage? Nein. Jemand hat eine Frage gestellt? Nein. Wie geht es dann mit der Gegenfrage? Einfach so. So hört ihr zumindest zu. Also wenn wir alle schleichen, wird das auch mit dem Kampf nichts. Ja, noch. Ich warte ja noch, dass unser gleich da ist. Steht direkt vor dem Ding. So, ich nutze jetzt mal einfach mal die Gunst der Stunde und decke mich auf. Yeah. Ach man, ehrlich jetzt. Ihr wurdet trotzdem alle gesehen. Furios. Muss da einer und der macht jetzt den, aktiviert jetzt den Kampf mit Garrett. Der ist schon lange aktiv, aber okay. Nee, die machen da nur die ganze Zeit das Geplänkel, dass er nach rechts und nach links läuft. Und immer rechtzeitig in Deckung läuft. Ja. Können wir uns ranmachen, weil es will eigentlich zwei Kämpfe gleichzeitig führen. Yay! Ah, er wird jetzt noch nicht mal in der Liste. Na, scheinbar. Was war eine gute Entscheidung? Wir haben genau vier Gegner. Ich hab ein Schwein gehabt. Warum? Weil wir den Kampf oben nicht getriggert haben. Ach so, doch, der ist getriggert, weil die oben angezeigt werden. Ja, aber die sind nicht bei uns im Kampf und kämpfen unter sich. Wir wissen nur, dass das Feinde sind. Okay. Aber es sind noch nicht unsere Feinde. Ja, Gott sei Dank. Ach. Die drei mehr oder weniger wären auch nicht schlimm gewesen. Ja. Und wir hätten irgendwie Garrett beschützen müssen. Nebenbei. Das ist das Nervige daran. Oh, ich muss mal eben bei mir die Fenster zu machen, die grillen draußen, da zieht sonst hier alles rein. Geil. Mag der nicht den Grillgeruch? Jetzt kriegt er gleich Hunger und läuft ganz schnell raus, um mitzugrillen. Hätte ich nichts gegen. Der Bubbles rausläuft. Meine Eltern hat ein schönes Essen, er freut sich. Besser gelaunt wieder ist. Ist aber schon ein bisschen eklig, dass man neben Mülltonnen grillt. Okay, dann ist der Geruch tatsächlich so toll. Vielleicht will man die Mülltonne gleich mitgrillen. Keine Ahnung, was ist jetzt passiert in der letzten Runde? Habe ich jetzt Schaden gerade bekommen? Noch nicht. Ja, physisch etwas. Ja, dann ist egal. Ja, noch. Oh, er macht selbst Verstärken auf sich, okay. Und er brennt wieder. Verstärken ist halt nicht gegen, Ja, mach nochmal Erdschaden da rein. Ein bisschen den Stein oder die Dings. Hast du noch Wurmzucken? Ich. Den Fels? Hab ich doch schon.
letzte Runde. Deswegen hatten sie ja keine magische Rüstung mehr. Aber zwei von denen sind jetzt verwickelt. Können also jetzt sehr schlecht ausweichen. Hat es jetzt Sinn gemacht, ihm beschleunigen zu geben, obwohl ich Feuer dran bin? Weil er dann so Sachen wie ermutigen und so was einsetzen kann. Ach so. Mhm. Geil. Au. Ich will auch so eine Meteorgranate. Oh, sag mal, kann er ja so was? Blitzangriff, okay. Kann er schon immer. Deine ja, musst du einen Schlachtdampfer machen, sonst sehe ich dich gleich nicht, wenn ich dich heilen soll. Kann das gleiche wie er. Dampfer, Stachfeld, ja, kann ich gleich machen. Aber meine Überlegung war gerade eher, mich hier oben zu den anderen drei gleich mit dem Sturmangriff durchzuschieben. Ich wollte ihn nochmal in den Feuerball gleich reinsetzen mit dem Vieh. Nee, weil dann kann ich den Rundumschlag machen. Hättest du ihn ja so machen? Wieso trifft der? Wir sind doch hier in so einer Wolke, oder nicht? Ich verstehe es auch manchmal nicht. Dampf. Manchmal blockiert er deine Sicht, manchmal überhaupt nicht. Mach mal Schilde hoch da bei dir. Ja, mach ich gleich. Warte kurz. Also sollst du dir in deine Richtung am besten Fall den Nebel irgendwie vernichten, sagst du. Ja. Sonst kann ich dir nicht helfen, wenn du irgendwie Hilfe brauchst. Ich hoffe mal, das reicht dir irgendwie. Aber er ist trotzdem nicht umgefallen, so eine Scheiße. Er hat ja auch noch... Null... Er hat null physische, also kommen wir nicht mit irgendeiner Ausrede jetzt. Ich wollte aber... Ja, ich hab's gemerkt und direkt erstmal abwürgen. Ja, ich hab mich selber schon abgewürgt, als ich gesehen habe, das ist doch null. Das war ja jetzt wohl ein Witz, oder? Ey, die tötet mich. Ich hab noch Hälfte des Lebens, der tötet mich. Wenn es so weitergeht. Ja, wenn die jetzt nicht den Schuss auf den Daniel gemacht hätte, dann wäre ich bestimmt fast tot gewesen. Ja, ja, eben. Fast. Fast ist nicht tot. Hättest du nicht sie und den Schwertkämpfer treffen können, Daniel? Nein. Hm. Hat er gar nicht ausprobiert. Das hat er nämlich gar nicht ausprobiert. Nein, Johannes denkt nur, der Stein ist viel größer als er überhaupt ist. Ja, oder den anderen Armbrustschützen und den Schwertkämpfer. Außerdem ist meine Sicht hier total blockiert durch dieses scheiß Geländer. Ja, warum stellt sich denn nicht? Ja, eben. Man hätte sich doch einfach nur nach rechts stellen müssen. Oben auf neben die Säulen. Da hast du doch hier Sicht auf ein ganzes Spielfeld. Da oben meinst du rechts von der Treppe? Nein, auch da habe ich keine Sicht gehabt. Hä, hey, warum das denn nicht? Deswegen bin ich überhaupt erst nach links gegangen. Also wir rennen gerade, wenn wir jetzt hier Richtung Gegner gucken, rechts an den Säulen. Da hättest du keine Sicht gehabt. Allgemein, da oben habe ich fast nirgendwo Sicht, weil überall entweder Geländer ist oder sonst irgendwas. Okay. Komisch. Halt mehr auf die Treppe bewegen. Dankeschön. Bitteschön. Oder mal Zeit als Heiler. Der Heiler hat deinen Hilferuf gehört und direkt die Heilung gegeben. Ja. Sehr schön. Kannst du mir noch einen Verstärk geben? Oder eine Frostrüstung. Du hast noch magische Rüstung. Die greifen dich ja nicht mit magischer Rüstung, magischen Schaden an. Nee? Nee. Ja, dann brauche ich normale Rüstung. Die hat Daniel. Ja, geil. Ja, der da hinten nichts sieht. Ja, der muss sich da mal runterbegeben. Auf dem Weg.
Oh, oh, okay. Auf sie mit Gebräu. Müsste eigentlich reichen, oder? Ja, sehr schön. Hat gereicht. Sehr gut. Dann haben wir den nämlich schon mal weg mit seinem blöden Zweihänder. Ach, er visiert mich doch schon wieder an. Sieht man doch. Komischer Typ. Oh, er hat mal was anderes gesagt. Ich bin aus Stahl. Aber komisch, wie sie jetzt alle Warhammer Total War spielen. Zwei, nur weil es im Angebot ist, ne? Ja, klar. Ich spiele eins. Beweg mich mehr in die Mitte, dann kann mich ja Daniel ja hoffentlich gleich heilen. Also, ich spiele Divinity 2. Echt? Mhm. Sehr schön. Ja, er heilt sich jetzt erstmal selbst. Genau. Oh. Und nimmst du nicht einfach einen Heiltrank, Daniel? Können wir eigentlich auch machen. Ich hab einen Free Life. So. Erinnerst du dich noch gestern? Ja, ja. Erinnerst du dich noch gestern an Tobi? Ich erinnere mich an Tobi. Ja, keine Nachricht, keine Ansage, gar nichts für den heutigen Tag. Nein. Deswegen habe ich heute nur ein paar Pokémon, die hier zu sehen waren, gefangen. Hab die Arena geguckt, ob die immer noch mir gehört. Hä, er hat doch gesagt, er hat morgen keine Zeit. Ja, hat er. Ja, aber der geht doch sowieso mit seiner Freundin hier irgendwie durch die Gegend spazieren. Ja, vielleicht bist du einfach nicht erwünscht. Schon mal darüber nachgedacht? Ja, so wahrscheinlich in der Stadt mit ihr noch. Dass er heute alles fertig macht für seine Freundin. No. Weil sie heute kommt. Freundin ist nicht da. No. Er ist doch nicht da. Ich sagte, sie ist doch nicht da. Ach so. Okay. Auch in Ordnung. Aber davon abgesehen, er ist auch nicht da, weil er halt alles fertig macht für seine Freunde. Ja, er ist halt nicht da. Ist der Daniel, Daniel, ist der Tobi da? Hallo? Kann ich mal mit dem sprechen? Ah, du bist ja voll lustig. Oh, wir sind Stufe aufgestiegen. Nicht alle. Ja, die wichtigsten Charaktere. Ich hätte meine gerade schon gehabt. Das hat keiner mitbekommen, also zählt das nicht. Da mach mal dein Dings mit. Mach da fertig. Oh, ich glaube, ich kann nicht fertig machen, weil ich komme da nicht hin. Wo der ist. Punkte, glaube ich, verteilen, ne? Oh. Vier Punkte wünsche ich klarer Geist von dir, Johannes. No. Das mal rein. Erstmal zwei Konsti-Punkte. Jetzt muss ich da echt hinlaufen, oder was? Kostet ja, mich, lauf mal. Ja, kostet mir 2 AP-Punkte. Lauf, lauf, lauf. Machen alle anderen auch. Lauf. Die haben mich nur eingekostet. So, jetzt kann ich skillen. Ja, nee, du bist dran. Ja, Moment, nein, bin ich nicht. Ich verteile noch gerade den einen Punkt noch. Ein in Kon. 18er Konsti ist doch erstmal ganz gut. Vollschnucke, ja. Mal kurz AFK. Nein. Oh. Nee. Nein. Bis jetzt dran. Hm, was können wir denn mal jetzt? Also Führung brauchen wir ja mal gar nicht. Es hat funktioniert. Wir gehen auf Polymorph 2. Bam.
Ja, ich bin gerade auf 3 gegangen. Mhm. Weil dadurch kriegst du dann nochmal einen Attributspunkt mehr. Das finde ich den echt hilfreich. Genau, deswegen habe ich ja jetzt auch nochmal gemacht, weißt du? Damit ich nicht auf Finesse gehe, sondern auf Verstand. Warum sagt ihr nein? Ich bin schon wieder da. Ja, wir drücken den einen in Verstand rein. Oder? Ne, wir machen Finesse, dann habe ich 22 jetzt. Noch. Ja, so lassen wir das. So ist gut. Daniel? Was ist? Klappt ihn weg. Captain America Style. Und natürlich loote ich mal wieder und bekomme einfach gar nichts. Daniel, das ist für dich. Yay. Braucht jemand noch einen Helm mit 3, 2 und sonst nicht? Nee. Noch wieder nichts zum Identifizieren. Nee, kommt ja später. Weißt du doch. Mangelware hier. Irgendwie schon, ne? So, dann machen wir jetzt hier oben den Kampf, ne? Genau. Alter. Ich setz erstmal aus. Oh, und nochmal. Oh, und nochmal. Der Rest von euch. Vanessa, da würde ich nicht durchgehen, da siehst du gar nichts. Aber warum können ich hier die ganze Zeit nicht betäuben, ne? Und du allein im Kampf bist, ne? Jetzt sehe ich hier nichts, weil hier so eine scheiß Rauchwolke ist. Ernsthaft? Ja. Da ist schon die ganze Zeit eine Rauchwolke. Ja, wie soll ich denn jetzt da reinkommen? Die alle anderen auch. Direkt im Kampf. Oh, will ich aber nicht. Das ist dem Spiel, glaube ich, egal. Ach, Mann. Warum? Die eine jetzt da so eine Kackfähigkeit gemacht hat, deswegen. Ist mir jetzt egal. Hör ich halt so an. Bubbelt sehe ich nicht. Dann kriegt's der Ivan. Yay, Vierer-Kombo.
Nils, du bist dran. Nee, echt? Nee, wirklich. Problem ist nur, dein blödes Moped steht da jetzt so kacke. Ja doch, den einen, wo dein komisches Moped steht, auf jeden Fall. Also erzähl mir jetzt mal hier nichts. Moped! Rum, rum. Bin ich denn jetzt schon wieder drin? Deine ausgesetzte Runde. Ich bleib doch auf dem Boden. Stimmt. Komisch, dass du da oben nicht gestorben bist, so viel Schaden bedeutet eigentlich das, ey. Das ist aber dumm, ich hätte mich lieber von oben nach unten teleportieren sollen. Ja, renn doch halt noch weiter weg. Der Johannes steht halt da oben, ey, will halt zu Johannes. Ja, jetzt ist die Frage, soll ich hinterher oder soll es mir einfach egal sein? Soll es dir einfach egal sein. Knut teleportiert deine die gleich runter. Geht nicht, ich habe keine Teleporterhandschuhe mehr. Richtig. Aber du bist doch eher was, Sirk. Ich dachte, du gibst die ab, wenn du den Teleportzauber hast. Ich hab's zu dir gegeben. Wenn du nie in deinen Inventar guckst, kann er nichts für. Vor allem der hat schon so volles. Ja, stimmt, du hast die Daniel gegeben. Ja, ich hab die. Warum auch immer. Weil Johannes die dann weitergegeben hat an Daniel. Und jetzt ein paar Steiner hat. Willard. Oh, er macht Schilder hoch. Gut, dass ich da keine Schilder runter gemacht habe. Ja, nächste Runde, die ich ausrüsten kann. Oh. Eissplitter. Auf Johannes! Auf Johannes! Auf mich und mein Wohl! Ja, Teflon. Oder stellt da jemand an? Der an wie ein Anschein. Den können wir jetzt ignorieren. Der steht jetzt einmal und ja, der nächste bluten, dann ist er weg. War ja eigentlich mein Plan. Ach, ist ja auch noch AFK. Ist da. Also, okay. Ciao, Kakao. Machen wir den schönen. Bleibt ja nur der übrig, ne? Ja, der eine rennt wieder zurück. Oh, aber bis der da ist. Sehr schön hast du das gemacht. Ach guck mal, er tötet ihn schon. Das hat es jetzt auch. Das hat es gebracht bei 6 HP.
Wäre sogar noch lustig gewesen, wenn er noch daneben geschlagen hätte. Oder ja, verfehlt hätte. Verfehlt. Ja, sorry, aber dann hat er jetzt 0-0 gemacht. Ich dachte, die KI ist so schlau hier in dem Spiel. Jetzt ist er schon wieder hinten. Jetzt kann ich wieder gleich nichts machen. Kann ich gleich wieder nicht von hinten angreifen. Ja. Rüstung-Dieb. Ja, ihn wirst du ja gar nicht treffen, weil der ja voll in seiner Rauchwolke des Todes ist. Mit Klatsch, warum auch immer. Die Rauchwolke auflösen. Ja, aber erst nächste Runde. Du weißt, dass dein Moped da wieder doof steht, ne? Deine Inkarnation. Ich hab's gehört, als du es gesagt hast. Mhm. Ah, perfekt. Ist nicht schlimm, dann gehe ich auf den. Warum ist der denn jetzt nicht? Jetzt kann ich mich da nicht hinporten wegen dieser ganzen Totems. Ja. Ja. Ist mir egal, ich lauf trotzdem. Moment. Mal eben kurz überlegen. Dann habe ich nur einen Punkt über. Dann machen wir das so. Dann hat er schon mal keine Rüstung mehr. Doch, magische. Boah, ja, aber was interessiert mich die magische Rüstung? Dich nicht viel, aber uns schon. Na, siehste. Ich dachte, du sprichst immer für die Gruppe. Ich spiele auch für die Gruppe. Guck mal, ich mache mich sogar unsichtbar. Für die Gruppe? Mach mich für unsichtbar für die Gruppe, genau. Er macht den Frodo. Für die Gruppe. Für die Gruppe. Das war jetzt aber eine echt harte Beleidigung. So, Tatsachen sind Tatsachen. Ja, aber dafür habe ich das unsichtbar machen doch. Und außerdem dauert das eh 6 Runden, bis er wieder fertig ist. So, geil. Jetzt hast du wieder etwas Platz. Hast du jetzt echt damit das Totem kaputt gemacht? Echt? Geil. Oh ja, Heilung. Nein, brauchst du nicht. Ja, sehr schön. Nächste Tod. Der arme Kerl, der ist voll eingekesselt. Und der Wurm noch weg? Nee. Verlangsamt flankiert, niedergeschlagen, nass, Säure. Der arme Kerl ist auf jeden Fall eine Frau. Ist mir egal. Boah, willst du das wissen? Hast du ja, ehrlich. Ja, ist so. Echt mal hier. Immer diese Vorurteile. Ja, der Name, der macht das komisch. Ja, ich muss nur von hinten angreifen. Von was hinten ist das geil. In Amerika darfst du ein Kind nennen, wie du willst. Guck mal. Ja, sonst hätte ich ihn auch nochmal wieder geschlagen. Ach, guck mal, er macht schon den Rest. Ist halt Garrett, der stark. Mut. Ja. Ich habe auf jeden Fall für dich ein Schwert gezogen. Sehr schön. Ich hoffe, du freust dich darüber. Auf jeden Fall. Platsch, platsch, platsch.
Oh, guck mal, Daniel. Bam. Willst du menschliche Beine auch noch essen? Jo. Ja. Ich tue alle Körperteile essen. Okay. Dann isst du mal alle Körperteile. Ja. Du musst hier noch die Sarkophage looten, ne? Jojo. Wenn du da aus dem Gespräch bist. Sarkophage. So, Handschuhe. Intelligenz. 3, 12, 2 Initiative geben. 5 plus 1 auf Schleichen. Nimm ich. Oder Helm 12, 3, also für mich irrelevant, weil ich habe 14, 2 und habe Stärke schon drauf. Also ich würde auch gerne die Schuhe nehmen mit Schleichen. Wenn keiner, kein anderer was dagegen sagt. Ja. Sage ich nicht. Dann. Dann ab wieder rüber. Sehr schön, die sind sogar besser als meine. Heiligetum. Ach toll, hier oben ist ja gar nichts mehr, hier ist ja schon leer. Wo müssen wir jetzt hin? Ich würde sagen, erst in die Stadt von denen, in das Heiligtum. Bin ich. Bin ich auch. Dann müssen wir mit denen reden. He works fast, checking weapons to see if they're battle ready. Irre. He thumbs the edge of a blade. It draws blood. He grins. Du könntest aber, ach nee, warte mal. Doch, der Hannes hat doch beschwören, oder? Ja. Der hat beschwören, aber der braucht das wohl nicht. Was? Schlachtruf? Kannst du doch kaufen jetzt hier. Gibt's doch neue Fähigkeiten jetzt hier. Ja, durchs Level Up vielleicht, aber muss ich gucken. Meine Schlachtruf habe ich schon. Boah, du kannst sogar deine Totems überladen. Wie geil ist das denn? Das müsste Johannes haben. Nein. Wir müssen ja jetzt auch neue Gauner-Sachen haben, oder? Guck mal, ich klick mich mal einfach mal durch. Gareth's back. Now we can get out of here. All of us. So, ich bin noch mal eben AFK. Bis gleich. Gareth's return to us. Maybe we'll be able to get out of here alive after all. Ne, ich glaube, wir haben aber noch nichts Neues. Ja, mal irgendwie das gleiche noch. Ah ne, ihn braucht man gar nicht anreden. Soll ich die jetzt schon wegschicken oder soll ich die erstmal hier lassen, Johannes? Hier lassen. Johannes ist AFK. Erstmal hier lassen, also erstmal fortgehen. Ja. Darauf bestehen, dass die zum Hafen gehen. Welcome, my friend. I know you seek answers. I'll tell you what I can. So no curse. I pray you see them. Gut, wenn du mit den beiden da sprichst, die können dir den Halsring abmachen. Beiden einzelnen da. Ja, ich habe aber keinen Halsring. Yeah.
Hä? Falsch rum? Ja, falsch rum. This may serve. And set their blades aflame. I pray you will bless them. Also, was machen wir jetzt mit der Höhle jetzt als nächstes? Ja. Gut, dann laufe ich da schon mal hin. Ich hatte dir zwei Amulette gegeben. Welche hattest du nochmal? Finesse und oder das andere? Das andere ist Finesse und plus 1 Distanz und das andere ist plus 1 Verstand. Hast du dich schon für eins entschieden? Nein, weil ich beide noch nicht ausprobiert. Also eins, aber ich glaube, ich bleib bei dem Verstand. Bei dem Verstand, genau. Dann kannst du von mir aus das andere haben. Weil plus 1 Distanz ist ja auch gar nicht mal für dich so schlecht, weil du wirfst ja auch dein Schild und so, ne? Ja, aber das macht in der Hinsicht keinen Unterschied, weil das geht auf die Rüstung von meinem Schild. Ach so. Der Schaden. Ja. Ach, guck mal hier, jetzt haben wir hier schon wieder den nächsten Looter hier unterwegs. Ich dachte, ich bin mal eher hier. War das nicht hier? In der Höhle drin? Simba. Da müsst ihr jetzt noch auf Johannes warten, ne? Keine Sorge, ich kämpfe noch nicht. Nein, da will ich auch hin! Mein Pilz. Ist egal, den Pilz wollte ich gar nicht haben. Zu behalten. Nein, ich wollte die Kiste dahinter haben. Weil ein Geboss. Hä? You can't teach a fool anything. Ich bin im Kampf. Ja, Entschuldigung. Ich bin mit dem anderen hier unten im Kampf. Ja, wir müssen jetzt eh erstmal warten. Also, ich gehe mal eben kurz auf Klo. Warte, bis Johannes da ist, dann kann er noch mit dem Kampf hier machen bei mir. Johannes, du kannst schon mal in die Höhle kommen. Ich hab's für, ich sehe schon. Und mir helfen. Beim ersten ja. Oder beim zweiten Kampf? Also ich bin beim ganz ersten noch nicht mal über die Brücke bei dem Kampf.
Und wen gibt's denn hier vorne einen Kampf? Wenn die da hinten den Kampf triggern, werden alle böse und der wird dann auch böse. Ich habe versucht, die Kisten währenddessen zu looten. Ich weiß, da ist nichts drin, aber ich dachte, ich versuch's einfach mal. Okay? Na, warte. So. Scheinen ja immer noch nicht alle da zu sein. Doch, nur ich hab hinten den Kampf jetzt. Hä, da hinten ist doch gar nichts bei euch. Dann gucken bei mir, dann siehst du, dass da ein Kampf ist. Ja, aber da hinten ist doch gar nichts bei euch. Oder doch? Ach da. Okay. Ist ja gut. Beruhig dich mal. Wenn es nur ein Gegner ist, Bubbles, es ist nicht. Ja, ist ja gut, Mann. Kann man übertreiben. Spreche mir auf. Dein Ernst, Sanje? Ja, aber ich stand doch dabei. Warum portest du mir denn jetzt den weg? Ich bin Fernkämpfer, kein Nahkämpfer. Alter. Wir sollten danach echt aufhören. Ohne Scheiß. Sonst kriege ich heute hier einen an der Waffe. Ist okay, Bubbles. Wartet ja nicht, bis wir da sind. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, ne? Dass ich nicht weiß, wo hier genau was passiert, oder? Ja, aber wir haben uns ein paar Mal. Ja, gesagt, dass wir dann halt warten. Ja, komm, ist gut. Ich habe keinen Bock hier rum zu diskutieren. Ich hoffe, ich verreck jetzt. Wir gehen hinter eine. Sondern? Ja, es ist. Kommen. Beim Ritter helfen oder so bei dem Magier helfen? Bubbles. Mir ist halt egal, was du machst.
Sehr schön. Trying to escape. Machst du dann einen Jackson mit deinen scheiß Totems hier jedes Mal? Nein. Anscheinend schon. Ich hätte jetzt nicht geguckt, auf wie viel Life der noch bei dir hatte. Dass du auf den gehst, weil du eh schon hinter dem stehst. Eher darum, dass du sie so stellst, dass er sich nicht dahinter porten kann. Ich kann doch nicht mal von hinten angreifen, das ist einfach dumm. Jedes Mal, aber ist egal. Johannes, ich habe gehört, man, es gibt oben so eine Leiste mit Bildern. Ich glaube, ich sollte sie auch wieder benutzen. Ach, jetzt greift der normal an. War jetzt doch gar nicht.
is even easier. Ich frage mich eigentlich, warum dieselben Personen immer in die gleiche Falle rennen. Keine Ahnung, warum fragen immer die gleichen Leute die gleichen Fragen? Ja, weil immer noch dieselben Personen in die gleichen Fallen rennen. Ja, lass mich doch. Nicht nur du bist gemeint. So würde ich behaupten. Wir haben das Spiel im Vergleich zu dir in den meisten Fällen nicht so oft gespielt. Doch, Daniel schon. Daniel ist ein Sonderfall. Yay, ich bin ein Sonderfall. War nicht positiv gemacht. War nicht. Sei doch nicht so. Ganz lieb und. Brauche ich nicht, aber danke, wenn mir dazu gesteckt hat. Ich hab's dir zugesteckt. Danke dir, Daniel, aber brauche ich leider nicht. Ich decke immer allen Leuten alles zu. Ja, ich auch. Ah, schon wieder eine Falle, jawohl. Deswegen habe ich sie extra nicht aufgemacht. Ist nicht schlimm. Ich bin Anfänger, ich darf das. Noch ein Tipp, öffne nicht die Türen. Oh, da hast du jetzt aber Glück gehabt. Wollte sie gerade öffnen. Kann ja, sie ja auch knacken. Ich könnte auch bestimmt Schloss knacken, aber der greift ja lieber an, das Ding nach. Ey, du könntest einfach mit der Statue reden, dann macht die Tür auch auf. Warum habe ich denn... Ich wollte doch gar nicht mit dem Eichhörnchen reden, warum... Keine Ahnung, egal. Oder so. Man muss einfach nur mit dem starken Arm dran. Toll, jetzt hab ich's richtig gemacht. Kriegen Erfahrung, aber die Tür ist schon kaputt. Hast du toll hingekriegt, Johannes. Ich hab die nicht kaputt gemacht. Bubbles hat sie zerstört. Das stimmt Bubbles überhaupt nicht. Ich war das nicht, aber ist egal. Ach, hast du das mit dem Tentakelarm, Daniel? Ja. Warum bin ich denn jetzt? Warum ich denn jetzt schon wieder? Warum? Warum gehe ich jedes Mal aus meinen Schleichen raus? Weil er alle entdeckt. Was für ein Arsch. Er weiß genau, dass du den Angriff nicht nochmal einsetzen kannst. Aber der Vorteil ist, jetzt können wir ihn alle angreifen, wollte ich eigentlich sagen, aber okay. Wie dumm war das denn jetzt? Wieso? Du bist jetzt hier auf der Seite. Ja, ist eigentlich schon. Er ist jetzt alleine auf der Seite, wo keiner hinkommt. Weil du der Einzige bist, der zu dem Zeitpunkt dieses Springen haben kann. Tja. Von uns. Du hast die Handschuhe weggegeben. Wir können mit Polymorph auch fliegen, also können wir theoretisch auch springen. Wenn ja, gut, dass ich die Fähigkeiten nicht hab. Ja, ich habe sie noch nicht eingekauft, weil du kannst dich ja in der Hinsicht ja porten, also brauchen wir sie eigentlich nicht so oft dann. Ja, ist aber auch nicht nur das, ist ja, wenn du die Flügel hast, dann bist du ja auch nicht durch Gift oder Feuer beeinflusst, steht das ja dabei. Ja, siehst du, guck mal, ich lese mir meine Fähigkeiten durch. Stell dir mal vor. Das nicht. Ich weiß auch, wie oft ich die Fähigkeit nutze. Ja, geht sie auch gerade um meine Aktion, nicht um deine Aktion. Aber okay.
Das nur. Es wird jetzt gut angesehen, aber es wird auch oft leider überschätzt. Das meine ich dann. Ja, Totems werden auch immer überschätzt. Mein Thema. Aber willst du wieder darüber? Gar kein Problem. Sehr schön, schmeiß mich genau auf den drauf. Oh, geil, noch einer. Jawohl, jetzt mich verkuppelt, jetzt mach ich gar nichts mehr. Doch, du kannst nur nicht laufen. Du musst halt von vorne angreifen. Kann ich nicht. Es wäre besser, ihn zu heilen. Und kann ich nicht heilen, er ist zu weit weg. Und wenn ich hier laufe, lege ich mich nur lang. Mach doch einen Feueratem. Ja, und du wirst genau auf dieses komische kleine Stück da, wirst du dann niedergeschlagen. Außer du rennst in dein eigenes Feuer rein. Muss man ja, in sein eigenes Feuer. Ich könnte das doch einfach ganz einfach machen. Kann sich jetzt praktisch hinter ihm bewegen und dann einfach abwarten. Der ist verkuppelt, der kann sich nicht bewegen. Ja. Okay. Jetzt sind wir noch nicht in Reichweite. Machen wir erstmal den hier. Ich weiß auch nicht, was mit mir sein sollte, weil ich habe volle HP. Ja, gerade hatte ich nur gesagt, dass er dann sein Verkrüppeln wegmachen. Ja, ist egal, es ist eh weg. Die werden repariert, Johannes. Du wurdest betäubt. Das kann man ändern. Und ich bin nass. Bist du eigentlich eher feucht? Was gibt's da zu lachen? Ist das nicht so? Bubbles geht gleich dem mit dem Stab hinterher. Der mit dem Stab ist der echte Bubbles. Ist das nur eine Illusion hier oder was? Ja. Ja, geil. Hättest du mal vorher sagen müssen. Jetzt krieg ich nämlich einen Hit umsonst. Nicht umsonst, aber gratis.
Wie dumm ist das jetzt schon wieder hier? Oh, boah, das hat ja voll Schaden gemacht. Geil. Verschwinden dann beide Illusionen? Oder sind das... Alle. Achso. Warum hast du eigentlich so viel magische Rüstung von 113? Ist das jetzt wegen dem einen Buff da oder was? Ja klar. Ah, interessant. Das bin aber nicht ich, das ist Daniel. Weiß ich. Ich habe ja auch mit Daniel geredet. Kannst du ruhig machen. Gib deine AP für was Sinnloses aus. Daniel, du bist nicht mehr betäubt. Du wirst jetzt ganz normal agieren. Oh. Kannst du da nicht reinwerfen, so die Ecke da und den komischen Typ da triffst? Nein, ist alles außer Sicht. Irgendwo ist hier Nebel oder sowas. Okay. Nein, du bist geblendet, Daniel. Du bist Daniel. Einfach nur geblendet. Du hast dich selbst geblendet. Nein, vom Gegner.